Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Palia. Ich habe gestern schon mal eine Stunde aufgenommen, beziehungsweise sogar 70 Minuten. Allerdings habe ich, weil ich einen neuen Schreibtisch hatte und mein Kabelsalat richten wollte, mein Ton nicht aufgenommen, heißt, diese 70 Minuten sind weg. Ich habe in dieser Zeit, wie ihr seht, mein Haus gemacht. Hat man aber sowieso noch nicht in der letzten Folge gesehen, weil ich habe mir nur eine Ressourcen abgegeben und dann hat das trotzdem nochmal 8 Stunden gedauert. Das war ein bisschen blöde. Aber jetzt steht hier mein Haus. Heute, das ist schon mal ganz schön. Ich habe ein bisschen umgeräumt. Hier hinten stehen jetzt meine ganzen Fische rum, weil man die ja so schön stapeln kann. Und ich habe eine Picknickdecke von dem Auni geschenkt bekommen. Die finde ich auch sehr sweet. Und meinen kleinen Garten habe ich eingezäunt. Jo, viel mehr habe ich gar nicht gemacht. Ich habe noch die Anfangshauptquest gemacht, dass man alle Leute kennenlernen soll und denen Geschenke geben soll. Und ich würde fast sagen, wir lassen das provisorische Zelt einfach mal hier, weil das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Das ist jetzt unser Forschungszelt. Achso, ja, hier. Ich hab noch einen Pelz bekommen. Der ist unter dem Tisch da jetzt, wie ihr den seht. Und ich wollte mich nochmal bedanken. Ihr seht ja, ich habe eine neue Kopfbedeckung. Kann man die noch besser sehen irgendwie? Ja, also so ein bisschen. Weil nämlich jemand von euch bei dem WeFair-Fan-Programm mitgemacht hat. Einer hat sich angemeldet und deswegen habe ich hier so eine tolle Mütze bekommen. Also danke an denjenigen, wer auch immer es war, der sich über meinen Link angemeldet hat. Wenn ihr so nett seid und das Spiel auch spielen wollt, das ist ja jetzt auch in der Open Beta tatsächlich, also jeder darf mitspielen ab dem 10. August, dann könnt ihr das gerne über den Link in der Beschreibung machen und dann würde ich nämlich noch so ein cooles Stofftier bekommen und das fände ich richtig knorke. Also dann wärt ihr cool. So, ja, ich gehe jetzt das erste Mal in mein neues Haus hier rein. Kenne ich noch gar nicht. Ist nicht viel größer als mein Zelt da drüben. Oh, und das Zelt versperrt mir einfach meine Sicht. Ich finde das aber cool, dass man überhaupt rausgucken kann. Das war bei Animal Crossing nicht so. Und das stimmt sogar, was man draußen sieht. Oh, ich glaube, da kann man sich richtig schön einrichten. Ich habe auch ein paar Sachen bekommen von der Tisch, glaube ich. Hier, wir haben einen Boden bekommen. Können wir mal gucken. So einen Steinboden. Ja, warum nicht, wenn wir den schon bekommen haben. Obwohl ich den Holzboden eigentlich besser finde. Ah, und eine Holz... Oh, aber nur eine? Eine Holzwand? Ah, nee, kann man überall... Das ist ja richtig nice. Du kannst jede Wand einzeln verholzen. Okay, mit so zwei weißen Wänden. Macht das das Haus irgendwie größer oder nicht? Also gemütlicher ist es auf jeden Fall, wenn alles mit Holz ist, oder? Aber es kann fast sein, dass das ein bisschen... Oh, nee, das ist komisch. Wir machen mal alles mit Holz. So, hier, schön, alles holzig. Aber das ist ja cool, da kann man ja dann richtig kreativ werden. Ich glaube auch mit der Hausdekoration und sowas können wir noch richtig cool kreativ werden in späteren Parts. Da freue ich mich jetzt schon drauf. So, ansonsten habe ich gar nicht viel gemacht. Ich möchte heute auch wieder ein paar Hauptquests machen, wenn ich ehrlich bin. Denn das eine klang jetzt schon mal sehr, sehr cool. Oh, die haben das sogar übersetzt inzwischen. Das ist cool. Letztes Mal stand da noch Solve the Riddle. Aber jetzt steht ja jetzt schon das Löse das Rätsel. Das klang nämlich sehr interessant. Dann Drachenschreien will ich natürlich auch mal hin. Und ansonsten wäre mein größeres Ziel, diesen komischen Gleiter zu bekommen. Aber erstmal steht hier noch der Jay. Ja, jetzt kennt ihr die Leute halt alle nicht. Die haben wir in der letzten Folge kennengelernt. Aber ihr werdet schon merken, was das so für Leute sind. Da sind ein paar interessante Charaktere auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall interessanter als bei Animal Crossing. So viel kann ich schon mal sagen. Oh, wie aufregend. Tisch hat mir erzählt, dass dieses langweilige kleine Grundstück eine wunderbare Neugestaltung erhält. Und ich muss einfach kommen und es mir selber ansehen. Ich bin so begeistert von ihren Bemühungen, dass ich ihnen meine Dienste als Schneider anbieten möchte. Also bei ihm kriegen wir unsere Styling-Tipps. Der ist so ein bisschen hochnäsiger. Bei dem war ich im Laden und da meinte ich dann, ja, sein Laden ist richtig cool. Und dann meinte er, nee, hier ist voll der Ramsch, als ich noch in... Ich habe vergessen, was er gesagt hat, aber so New York City oder Manhattan war, da war die Mode richtig cool. Da wollte ich ihn aufmuntern und dann fand er das auch schlecht. Ja, und die Frau von dem Bürgermeister zum Beispiel, das ist vielleicht noch wichtig, die mag mich gar nicht, weil ich ein Mensch bin. Und allgemein, es gibt einige Personen in der City, die Menschen noch abgeneigt sind. Das heißt, wir müssen die irgendwie von uns überzeugen. Das ist so mehr oder weniger die Storyline. Und wir haben noch ganz viel Post bekommen. Sei gegrüßt, ihr sie. Schmiede sehen immer nach anderen Leuten, auch wenn das nur heißt, mal eine Mail zu schreiben. Die Sifu ist die Mutter von dem Typen mit dem Hundi, den ihr, glaube ich, auch noch nicht gesehen habt, aber den lernt ihr noch kennen. Was haben wir bekommen? Steinziegel, klar, nehme ich. Danke, Sifu. Salutations and felicitaciones. Sind das englische Wörter? Eigentlich sind das spanische Wörter, nicht wahr? Okay, die sagen alle nur, ich darf bei ihnen in den Shop reingehen und was will Hodari noch? Einige neue Rezepte. Oh, das wäre auch gut. Wir brauchen nämlich Kupfererz und so. Für den Gleiter. Das ist ja heute auf jeden Fall die Hauptaufgabe, egal wie lange das dauert. Ja, ansonsten war das echt sad, dass jetzt die letzte Folge irgendwie quasi in den Müll gewandert ist, weil da habe ich sehr viel über meine Gefühle geredet und so. Ein bisschen, dass ich hier vor ein, zwei Wochen oder eineinhalb Wochen so eine kleine Depri-Phase hatte, da auch gepuzzelt habe, habe ich zum Beispiel bei Twitter gezeigt. Ja, und darüber ein bisschen erzählt, warum das so ist, bla bla bla. Aber vielleicht ist das einfach ein Zeichen, dass ich hier keine dunklen Themen, sag ich mal, ansprechen soll.
also bin ich wieder der Happy Dizzy, ja, ja. Nee, aber ich bin jetzt auch gerade in so einem Depri-Kurs bei der Barmer, vielleicht hilft das ja, da ist sogar ein Coach dabei. Also wenn ihr bei der Barmer seid, dann könnt ihr da mal gucken, wenn ihr euch vielleicht mal ab und zu schlechterer fühlt. Kann ich bisher empfehlen. Davor hatte ich so einen Ernährungskurs, den kann ich auch empfehlen. Naja, was haben wir noch gemacht in der letzten Folge? Ich habe mir einen Rucksack gekauft, dadurch habe ich jetzt, können wir hier sehen, noch eine Zeile mehr an Inventar. Das hat nur 500 Gold gekostet, denn die nächste Stufe kostet 5000, wie ihr seht. Und die Stufe darauf, dann glaube ich sogar 50.000, da kommt immer eine Null ran. Aber ja, wenn ihr noch nicht wusstet, wo ihr euer Inventar vergrößern könnt, das geht einfach hier. Und 500 Gold kann man sich ja easy peasy mal leisten. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte eigentlich mal zu Tisch. Also nicht zu Tisch essen, sondern zu Tisch der Dame. Weil von der brauchen wir den Webstuhl. Denn mit dem Webstuhl kann man früher oder später den Gleiter machen. Hello. Oh, kannst du nicht einschlafen? Mich auch nicht. Es fällt mir schwer, innere Ruhe zu finden. Ich stecke so voller Ideen. Ja, und ich voller Depression. Nein, okay, ich lasse es. Ich spreche da nicht mehr drüber. So, ich wusste mal, was der gefällt. Ich glaube, Tisch gefällt Lehm. Ich habe gerade keinen Lehm dabei. Dann kann ich dir leider nichts schenken. Aber ich würde gerne mal in deinen Shop reingucken. Und hier haben wir nämlich diese Stoffwebstuhl, genau. Aber dafür brauchen wir Kupferbarren und Keramik. Und das kriegen wir, glaube ich, wenn wir mit Hadori sprechen. Der hat dann noch eine neue Schmiede für uns. Das kann sehr gut sein. Aber was mochte denn die Tisch eigentlich so für Sachen? Ja, ihr seht hier, ich habe auch schon bei ein paar... ist mein Freundschaftslevel hochgegangen. Einfach, weil ich denen ein paar Sachen geschenkt habe. Er mag zum Beispiel grillen und sowas. Das ändert sich, glaube ich, auch jede Woche. Und eine Woche im Spiel sind irgendwie, keine Ahnung, 3 Stunden in echt. Falls das einer noch nicht wusste, das ist ja auch anders als bei Animal Crossing. Tisch mag ja Lehm. Habe ich mir sogar gemerkt. Wow. Leider habe ich kein Lehm dabei. Nun gut. Dann machen wir die Hauptquest, wie gesagt. Dazu müssen wir, wohin? Na gut, dann gehen wir erstmal zu Kenyatta. Ich glaube, das war eine Jägerin. Vielleicht sogar die Schwester von Hidori, kann sein. Schön, dich zu sehen, aber sie mag mich immerhin. Im Moment keine Kunden bedienen. Also, lass uns abhängen. Wie geht's? Normale weißer der Himmel? Ich habe gerade so sehr mit den Augen gerollt, dass sie mir fast aus dem Kopf gefallen sind. Ich glaube, das sollte irgendein Anmachspruch sein, aber ich habe ihn nicht verstanden. Sehen Sie. Nein, jetzt sieht sie mich. Das ist noch schlimmer als die Friendzone, wenn dich einfach jemand sieht. Meine Zeitschrift wartet auf mich. Ort der Tat, das ist eine Journalistin. Oh, ihr Halsband hat mich halt irritiert. Da dachte ich, sie wäre vielleicht eine Kriegerin. Ich glaube, dann gehen wir mal zum Drachenschrein. Oh, geil, hier ist sogar schon so ein Feuerschrein. Kann man da dran beten oder so? Nee, ne? Oh. Finde ich schon cool, aber das sieht schon sau cool aus. Allgemein, dieses Gebiet hier rund um den Drachenschrein, richtig schön, oder? Und ihr müsst euch vorstellen, sowas gibt es auch wirklich in Japan. Also was so ähnlich zumindest aussieht. Okay, mit den Wasserfällen weiß ich nicht. Das ist natürlich eine Traumkulisse. Also ähnliche Parks gibt es tatsächlich auch in Tokio. Ach ja, da fühle ich mich immer zurückerinnert. Guck mal, hier sind auch ein paar Orangen schon. Sind das Orangen? Ja, oder? Geopfert worden. Wir kommunizieren mit dem Drachen. Oh, das hat unseren Fokus increased. Ah, Fokus habe ich, glaube ich, noch nicht erklärt. Fokus kannst du erhöhen, wenn du Sachen isst. Hier zum Beispiel so eine schöne Möhre kannst du essen. Dann geht dein Fokus höher. Und wenn du Fokus hast, dann kriegst du 25% mehr Erfahrungspunkte auf deine Erfahrung. Oben links ist ja jetzt zum Beispiel für die Hacke, da sind wir Level 3. Und wenn ich jetzt das abhacken würde, dann würde ich halt 25% mehr XP dafür bekommen. Versteht man, ne? Das hat ein bisschen auch was von Zelda, oder? Mit den Herzen und den anderen Dingern. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich hier jetzt meinen Fokus die ganze Zeit hoch mache. Aber ich weiß nicht, wofür ich das sonst einsetzen soll. Also, let's go. 400 Fokus, yay. Und ein bisschen zu einer dafür zurück. Okay, zu einer zurück. Und dann lösen wir mal das Rätsel, wo ich aber keine Ahnung habe, wo das sein soll. Einer schläft gerade. Okay, dann machen wir das Rätsel. Löse das Rätsel, um tiefer in die Kammer zu gelangen. Vielleicht hat Gina ja ein paar Ideen. Das klingt wie ein Hinweis. Ist Gina denn noch wach? Gina ist nirgendwo aufzufinden. Ist die auf der zweiten Map? Hä, hier ist auch keine Gina. Hä, wo ist sie denn hingeflüchtet? Vielleicht ist sie schon beim Rätsel, das kann sein. Hodari schläft leider, zu dem müssten wir ja auch nochmal. Aber ich glaube, der könnte fast bald aufwachen. Um 4 Uhr stehen die meisten Leute, glaube ich, auf. Die haben nämlich einen sehr seichten Schlaf, müsst ihr wissen. Die schlafen meistens so von 0 bis 4 Uhr, habe ich rausbekommen. Dann warte ich hier kurz mal, bis es 4 Uhr ist. Oder ich wecke ihn einfach. You talking to me? Oh, hä? Man kann einfach trotzdem mit ihm reden? In seinem Zimmer drin? Okay, hi. Ah, guck mal, hier kann man das einfach kaufen. Ich kann das also schon mit meinem normalen Ofen. Okay, ich möchte Kupferbarren herstellen können und Keramik herstellen können. Ich zeige euch gleich nochmal einen Ort, wo man sowieso Gold gut farmen kann. Deswegen, ich nehme den dann auch einfach nochmal mit, dass wir Eisenbarren auch herstellen können. Und dann haben wir, glaube ich, alles,
Hoffentlich. Um den Gleiter herzustellen, dann brauchen wir nur noch die Quest dafür. Aber das kriegen wir auch noch hin. So, und er möchte Tasse mit süßem Blättertee. Wie soll ich das denn machen? Also ich hab dich ja sehr lieb, Hodari, aber wie ich so eine Tasse machen soll, keine Ahnung. Ach so, ach, guck, er ist gerade aufgestanden. Ja, 4 Uhr, habe ich doch gesagt. So, ein guter Ort, wo man farmen kann, ist tatsächlich hier im Beachcomber Cove und Lighthouse Lagoon. Deswegen gehen wir da einmal hin und ich zeige euch dann, warum das so ein guter Ort ist, um zu farmen. Here we are, im Reich der Krabben, der lila Krabben sogar. Oh, die leuchtet und blinkt und ist weg. Tschüss, Krabi, ich wollte auch gar nichts von dir. Ja, auf jeden Fall sind wir hier am Strand. Die Orte, die ich eben gezeigt habe. Oh, hier gibt es auch Schnecken. Aber, was richtig cool ist, hier gibt es überall diese Austern zum Beispiel und Muscheln allgemein. Ihr seht, das ist hier alles voll. Guckt euch das an. Hallo, Krabbis. Alles voll. Diese Austern sind allgemein richtig cool. Die Muscheln sind auch schon sau viel wert. Was ist das? Koralle. Oh, cool. Ja, kann man auch verkaufen. Aber vor allem den Austern, die kann man später noch öffnen. Und ich laufe hier dann immer einfach so rum. Ich glaube, das resettet auch jeden Tag. Und das bringt wirklich richtig viel Geld. Ich kann euch gleich mal zeigen, wie viel ein so ein Durchgang hier bringt. Ich sammle kurz alles ein. Öffne die ganzen Austern. Aber das hier ist auf jeden Fall ein guter Ort dafür. Und vielleicht auch noch für den einen oder anderen interessant, was ich jetzt erst rausgefunden habe. Es gibt hier so Ställe, also solche Bilder. Die sind auch auf der Karte markiert durch so ein Stallsymbol. Stehe ich gerade drauf. Und da kann man einfach für 10 Gold sich nach Hause teleportieren lassen. Weil man keine Lust hat, da 2-3 Minuten hinzulaufen. Ist ganz cool. Davon gibt es einige. Man muss die nicht mehr freischalten oder so. Kannst du auf der ganzen Map einfach einsetzen. Und let's go. Die Wuppe ist mal zu Hause. Und hat wieder mal Post, aber ist mir gerade egal. Austern öffnen. Das ist ganz wichtig, Leute, dass ihr die Austern wirklich öffnet, bevor ihr sie einfach verkauft. Weil so sind die Austern nicht viel wert. Ich glaube 11 Gold oder so pro Auster. Aber da drin können halt Perlen sein. Die sind nochmal 70 Gold wert. Oder auch Austernfleisch und alles andere. So, und wenn ich das jetzt alles verkaufe, dann nochmal 13 Gold und nochmal 54, dann wären das nochmal 67 Gold mehr. Die behalte ich jetzt aber mal für den Fokus. Wären zumindest 330 Gold, einfach nur für einmal da 2-3 Minuten am Strand rumlaufen. Und quasi beim Vorbeigehen kannst du dir die Sachen einpacken. Finde ich ganz cool. Ist ein cooler Spot, mag ich. Vor allem, weil das mal Stuff ist, den man noch verkaufen kann, den man für sonst nichts braucht, so wie ich das mitbekommen habe. Und jetzt gucken wir mal... Wir wollen einen Webstuhl machen, dafür brauchten wir aber Sachen. Was brauchten wir für den Webstuhl? 2 Kupferbarren, 5 Keramik. Für Keramik braucht man Lehm, für Kupferbarren Kupfer. Wer hätte es gedacht? Haben wir tatsächlich beides. Hier ist noch irgendwas drin, was da aber gar nicht ist. Guckt euch das an! Ich kann hier random Steine rausziehen, die da gar nicht sind. Nein, das ist das! Oh, meine Schmiede ist kaputt. Kann ich mir eine neue Schmiede irgendwie craften? Glaube ich allgemein nicht schlecht, noch eine Schmiede sich herzustellen. Dann ist man nämlich sowieso doppelt so schnell. Vor allem, wenn man jetzt Keramik und das andere herstellen will. Ah, weil hier oben noch Stein drin war. Ah, I see. Gut, dann packen wir da jetzt Kupfererz rein. Das werden so 4 Stück. Na, 5. 5 Kupferbarren. Und 3 von den anderen. Und wir brauchten... Ja, das passt. Okay, dann müssen wir einfach nur warten. So ungefähr eine Viertelstunde, dann sind die beiden fertig. In der Zeit können wir auf jeden Fall was anderes machen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Wir können erstmal noch ein bisschen Stuff hier liegen lassen. Das ist übrigens auch noch ein cooler Tipp. Wenn ihr mehrere Kisten habt, warte, das kann ich euch mal zeigen. Ihr seht ja, ich habe jetzt gerade 800 Platz, ne? In meinem ganzen Lager. Und wenn ich jetzt noch eine Aufbewahrungsbox baue und die irgendwo platziere, zum Beispiel in meinem schönen neuen Haus, wo noch nichts drin ist... Ich finde das so cool, dass man das einfach um 360 Grad drehen kann, ohne Witz. Oh, sieht doch gleich viel geiler aus. Warum ist hier ein Baum in meinem Haus drin? Egal. Die dann öffnet, dann seht ihr, ich habe 400 mehr Platz. Plötzlich habe ich 1200 Platz. Das addiert sich nämlich einfach. Ihr könnt einfach eine Kiste hier hinstellen. Und da ist auch alles drin, was in den anderen Kisten drin ist. Also ihr erweitert einfach nur euer Lager. Das geht wahrscheinlich nicht um endlich, aber vielleicht sogar doch. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ich habe jetzt 3 Kisten und deswegen habe ich 1200 Platz. Und kann von jeder Kiste aus darauf zugreifen. Finde ich sehr, sehr cool. Toller Tipp. Ja, ja. Na gut, dann lass uns das Rätsel lösen. Ohne Witz, ich bin schon wieder eine halbe Stunde der Aufnahme und habe gefühlt noch gar nichts erreicht. So, wir müssen zu der Frau mit den witzigen Haaren. Da oben, Gina, die hatte irgendeinen Hinweis für uns für das Rätsel. Ich bin sehr gespannt, ob das ein krasses Rätsel ist oder ob das so ein Ladidar-Rätsel ist. Das ist ein Spiel, in dem man sehr viel hin und her laufen muss. Ja, ja. Finde ich auch richtig schön, wie jetzt immer mehr Leute rumlaufen. Das hat auch was. Ist das die Batterie? Bist du schon bei der Batterie? Weiß ich gar nicht. Good day! Yes, yes, kann ich helfen? Ja, ich hier mit der Batterie und so.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Ruinen um das Dorf herum früher mal waren. Aber angesichts der Tatsache, dass sich die Gebäude um einen zentralen Platz gruppieren, die Fülle an uralten Büchern, die ich in den Bauwerken unter der Erde gefunden habe, und dass es einen Platz auf der Wiese gibt, an dem es keine Ruinen gibt und der irgendwie wie ein Sportplatz aussieht, würde ich auf eine Art Schule tippen? Es ist allerdings möglich, dass die menschliche Zivilisation nicht so organisiert war wie die unsere. Ich könnte also völlig daneben liegen. Könntest du. Aber tust du doch nie, Gina. Oh, es gibt auch eine Dame. Warte mal, wie hieß die? Hier, die Eloisa. Die ist richtig komisch drauf. Die dachte, dass die Menschen irgendwie durch einen Kometen gestorben sind, so wie die Dinosaurier, und einfach unter der Erde lebten. Und ich bin jetzt aus der Erde quasi hochgegangen, um die hier alle aufzumischen. Das dachte die. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Ich helfe dir bei deinen Forschungen. Aber die ist richtig komisch drauf. So, aber hast du keinen Tipp für mich? Hm, okay, löse das Rätsel. I don't know. Das Rätsel müsste, glaube ich, hier drin sein. Ich brauche Schlüssel. Wie soll ich dann das Rätsel lösen? Hä? Löse das Rätsel. Und dann sagt sie mir nicht, wo überhaupt das Rätsel ist. Rätsel. Ich löse jetzt das Rätsel. Ja, hier bin ich erschienen, quasi. Aus so einem komischen Tropfen. Und hier muss, glaube ich, das Rätsel sein, oder nicht? Ja, das ist meine Mutti. Hallo, Mama. Oh, eine Kiste. Loot! Eine Horntapete, was? Man findet hier einfach eine Tapete? Ja, das ist Mama. Aber hier ist irgendwie kein Rätsel. Was für ein Rätsel, meint sie? Hm, hier im selben Komplex gibt es noch eine weitere Ruine. Sieht schon sehr cool aus. Ich habe auch in der letzten Folge so einen Ort gefunden mit auch so einer Inschrift. Und davor waren so ein paar Symbole, so mit einem Hai drauf und was weiß ich. Und ich glaube, das ist dann das Late Game, dass man erstmal so ganz viele seiner Skills hochbringen muss, bevor man durch so eine komische Tür gehen kann. Und hier steht The Strange Wording Says. Wissen wächst im Kopf. Auch in schweren Zeiten, um hier einzutrennen. You must supply that which grows life. Das kann ja alles sein. Irgendeine Saat oder was? Muss wahrscheinlich hier irgendwas draufpacken. Die Inschrift ist im Laufe der Zeit abgenutzt. Ein Schlüssel mit Rost auf dem Boden. Die abgenutzte Inschrift lautet: Wurzeln der Finsternis ergreifen sich aus widerhallendem Leid. Unsere Hoffnung wird weiterleben, solange dieses Wasser fließt. Well, I mean, links und rechts fließt Wasser rein. Und er meinte irgendwas mit Leben, oder? Dann könnte es ja sein, dass wir eventuell einfach Wasser darauf schütten müssen. Wie? Hä, das funktioniert wirklich, oder? Ja! Ich habe das Rätsel gelöst! Öffne dich, Tor! Noch eine Statue, noch eine Mama. Eine kleinere Mama. Wow. Ja, das war ein cooles Rätsel. Hat mir gefallen. Hallo. Was bist du? Lieber Phönix, beschütze diesen Ort und seine Menschen. Lass deine Welle unsere wegspülen. Das letzte Wort ist zu verblasst, um es zu lesen. Zweifel, Trauer. I don't know. Boah, hier geht's sogar noch weiter. Hä, wie wild ist das denn? Das ist einfach ein Adventure hier. Diese Kammer wurde zu eurem Schutz hinzugefügt. Gebt euer Glauben nicht auf. Der König wird uns befreien, wenn es sicher ist. Und unser Volk wird das Land wieder durchstreifen. Okay, aber auf die andere Seite komme ich tatsächlich noch nicht. Vielleicht irgendwann später. Oder, oh, warte, nee, wir brauchen den Gleiter und dann können wir darüber gleiten. Hundertprozentig. Okay, also wir brauchen erstmal den Gleiter, um hier weiterzukommen. Guck, das ist richtig cool. Man hat doch so eine eigene Story in dem Spiel. Finde ich mega cool, dass das so einen Adventure-Drang hat. Und wir sollen einmal mit der Gina wieder reden. Oh, hallo Gina, da bist du ja schon. Oh, du hast es tatsächlich geschafft. Ich hörte das Rumpeln und kam angerannt. Dieser Ort ist unglaublich. Es muss eine Art Tempel gewesen sein. Also für da hinten bräuchte ich eine Art Gleiter oder so. Weil da ist eine riesige Klippe. Hm, eine Klippe? Faszinierend. Vielleicht gab es eine Art Einsturz. Ich würde nicht versuchen, dieses Gebiet ohne einen Gleiter zu navigieren. Richtig, deswegen will ich auch einen. Du musst mit Nayuma sprechen, damit er dir eine bauen kann. Nice, du. Mach ich. Danke, Gina. Bis später, Gina. Die Nayuma gefällt mir auch richtig gut vom Charakterdesign. So, ich habe gehört, du sollst mir einen Gleiter geben können oder zumindest das Rezept dafür. Sie braucht Freiwillige, oder er braucht Freiwillige, die ihm bei der Aerodynamik oder so, nee, und so helfen, okay. Ich würde es ja selber machen, aber mein Vater ist in letzter Zeit sehr überfürsorglich. Er lässt mich nicht in die Minen. Er lässt mich nicht von Klippen springen. Igitt. Ja, wie kann er nur? Wenn du Interesse hast, klar habe ich Interesse. Bring mir einfach diese eine Sache. What is it? Splintholzbrett, Stoff, Leder, 5 Leder. Die Bretter habe ich, aber Stoff und Leder ist natürlich Hardcore. Ich bin übrigens das erste Mal gerade in eine Gruppe reingegangen mit der Cat Fun Time. Und ich sehe gerade, dass sie anscheinend da hinten ist.
Deswegen besuche ich sie jetzt einfach mal kurz, bevor ich dann nach Hause gehe. Ich möchte einfach mal sehen, wie das ist, jemanden live auf dem Server zu sehen. Guck mal, da hinten. Läuft sie mir auch gerade entgegen? Nee, sie jagt gerade. Kleiner grüner Punkt. Da ist sie! Hallo! Zeitkatze! Hallo! 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 Na, wir sind auf einem Server. Jetzt bist du auch im Video. Jetzt sehe ich auch mal deinen Charakter. Das ist cool. Mit T kannst du winken. Ich glaube, sie weiß nicht, wie man irgendwas tut. Dann klatsche ich ihr zu, dass sie so gut jagen kann. Ja, witzig. Wollte ich... Ja, ich glaube, sie weiß das nicht. Vielleicht sehen wir noch eine Emotion von ihr. Ich habe ihr das gerade mal geschrieben. Ja! Hast du gut gemacht. Sehr gut, Katze. Na gut. Gut, ich muss mir Sachen für einen Gleiter besorgen. Bis dann. Tschüss. Ja. Witzig. Finde ich richtig cool, dass man einfach so auf dem Server spielen kann. Und man kann dadurch diese lilanen Bäume und sowas, glaube ich, kaputt machen, die sich sonst regenerieren. Aber zusammen schafft man die, glaube ich. Beziehungsweise nur zusammen. Sollte auf jeden Fall genug... Ja, guck mal, arbeitet doch gar nichts mehr hier. Dann nehmen wir das alles einmal mit. Nein, ich habe nur 4 Ziegel. Ich brauche ein Keramikding mehr. Oh nö. Dafür fehlt mir ein Lehm und ich habe keine Ahnung, wo ich Lehm herbekomme. Weil den Lehm, den ich hatte, den habe ich mir in der letzten Folge geschnorrt. Nein. Mir fehlt ein Lehm. Dein Ernst? Aber an sich müsste es Lehm doch einfach am Wasser geben, oder nicht? Also wenn es hier irgendwo Lehm geben könnte, das fände ich ganz toll. Ist das hier Lehm? Bist du Lehm? Kann man dich überhaupt abbauen? Nö. Da hinten ist eine Kiste. Loot. Leute, Loot. Aber kein Lehm. Kann man da hin? Vielleicht über die Seerosen. Kann man sterben? Kann man schwimmen? Keine Ahnung. Aber hier ist so ein Weg. Ah! Okay, man kann nicht schwimmen, aber man kann auch nicht sterben. Komme ich da dann wieder nur rüber, wenn ich einen Gleiter habe? Ja, oder? Ah, belastend. Wo kriege ich Lehm her? Bist du Lehm? Auch nicht. Bist du Lehm? Alles kein Lehm. Wo kriegt man Lehm her? Ist das da Lehm? Oder ist das einfach bei Stein mit dabei? Das kann natürlich auch sein. Stein, Feuer, Stein, nee. Vielleicht das da? Sieht aber eher aus wie Eisen. Aber vielleicht ist da auch Lehm drin. Oh, das war ja cool. Das, guck mal hier mit dem Lichtstrahl da hinten. Landflare Core. Das ist Kupfererz, ja. Kein Lehm. Auch kein Lehm. Auch kein Lehm. Wo ist Lehm? Nee. Das sieht aus wie Lehm. Bist du Lehm? Ist das hier Lehm? Oder ist das einfach nur ein Eisenblock? Bitte sei Lehm. Sieht nicht aus wie Lehm, aber bitte sei Lehm. Es ist Lehm! So sieht Lehm aus in diesem Spiel. Aha. Okay, warte, ich zeige euch, wo ich bin. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Hier, ich bin zwischen diesen beiden Brücken hier unten. Tau! Was machst du denn hier alleine? Tau schnuppert deine Hand. Wieso bist du hier alleine, kleiner Tau? Tau ist so süß, aber wo ist dein Herrchen? Ja, der darf hier alleine rumlaufen. Richtig gut erzogen. Ich würde dir gern was schenken. Wieso kann man Tau nichts schenken? Ja, ja, ich weiß. Du weißt, du kennst deinen Weg. Du siehst confident aus. Ach man, Tau. Lieb ich. Das ist ja richtig witzig, dass der hier alleine rumläuft. So, 4 Minuten warten. Aber wir könnten während des Wartens mal die neue Tapete angucken. Ja. Ich würde das ein bisschen offener machen, nicht wahr? Überall das statt dem Holz? Ich glaube, ich finde das netter. Sieht das jetzt größer aus? Sieht das netter aus? Der Boden passt halt nicht dazu, nicht wahr? Aber ist ja cool, dass wir das bei dem Schrein da gefunden haben. Und eine Kiste haben wir auch noch. Das ist diese Loot-Kiste, die auch beim Schrein war. Ich finde das so witzig, dass man die auch einfach mitnehmen kann. Kann ich leider nicht auf die andere Kiste raufstellen. Macht aber auch Sinn. Dann sind wir jetzt der Kistenmensch! Kennt das noch jemand? Ich bin der Kistengeist. Wahrscheinlich nicht. Bin ich wieder zu alt für. So, waren das jetzt mal 4 Minuten? Ich glaube schon, weil das leuchtet. Ja, danke. Stoffwebstuhl. Bin gespannt, was wir für eine kostenlose DIY-Projekt bekommen. Gar nichts. Okay, obwohl das was Neues war. Nice. Der kommt natürlich neben die anderen Sachen. Nee, warte. So einen Webstuhl packen wir ins Haus rein. Still, dass hier drin ist. Wenn die Tür zu ist. Wild. So, okay, was brauchen wir? Wir brauchen Leder und Stoff, war das, ne? Wie viel? 2 Stoff, 5 Leder. Okay, okay, okay. 5 Leder. Das dauert 25 Minuten. Also muss ich 25 Minuten warten und dann nochmal 16 Minuten. Okay, dann gucke ich kurz ein YouTube-Video und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das hier fertig ist.
Bis gleich. Saui, Stoff und Leder fertig, konnte sogar Abendbrot essen, richtig schön. Holen wir uns unseren Gleiter ab. Moinchen, Nayuma. Hallo, hier, ich hab alles. Schön, okay, lass mich das alles zusammenfassen. Hier, sag mir einfach Bescheid, wenn irgendetwas schief geht oder es plötzlich auseinanderfällt oder so. Aber ich würde mir keine Sorgen machen, ich habe die meisten Macken bereits ausgearbeitet. Die meisten. Hochgleiten. So, damit. Okay, bye, Nayuma. Sollten wir den Gleiter haben? Öffnet man den einfach mit Doppelspringen? Ja! Gut, awesome. Ich bin mir nicht sicher, ob der überhaupt irgendwas bringt, ob man damit schneller ist. Wahrscheinlich eher nicht. Und man konnte ja auch davor schon von so hoch, wie man will, eigentlich runterspringen. Hm. Ah, aber natürlich, das bringt uns natürlich was in diesen Rätselschrein-Tempel-Dingsbums. Da könnten wir jetzt rüberfliegen. Aber ich würde sagen, das wäre fast was für die nächste Folge, nicht wahr? Dann, ich habe mein Ziel erreicht heute mit dem Gleiter holen. Ich habe euch ein paar Tipps gegeben, etc. Ich glaube, das langt. Deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.